Hallöchen und willkommen zurück beim Let's Play von Dark and Light. Es wurde schon mal vorgeschlagen, ich bin da immer noch auch schwer der Meinung für, es ist nicht Dark and Light, also im Sinne von Licht, sondern mehr so im Sinne von L-E-I-D. Ja, das Light. Das wird hier nämlich groß geschrieben. Wir haben das letzte Mal einen wunderhübschen Frog gezähmt, ja, als Ersatz-Frog. Und da ich meinen Hauptersatz-Frog verloren habe, ja, ich habe ihn verlegt, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht noch den 80er, der hier irgendwo war, finden. Aber ich bin so dermaßen angeschlagen und hier ist so arschkalt. Ich würde eigentlich echt sagen, wir suchen woanders, selbst wenn der 80er hier irgendwo ist. Das ist mir einfach, das ist mir gerade zu heiß hier. Also, eigentlich genau nicht. Also, es ist mir einfach zu... Das ist mir einfach. Das ist echt evil. Ich meine, vorher war meiner, glaube ich, Level 27. Jetzt sind wir bei 29. Ich bin ja... Es ist ja schon ein Fortschritt. Also, wir sind schon besser geworden. Ja, ich meine, das muss man auch einfach mal so sehen. Wir sind losgeflogen mit einem 27er Frog und kommen zurück mit einem 29er. Das ist doch spitze. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt meinen gar nicht suchen. Wenn er da irgendwo ist, ist er da irgendwo. Er wollte weg. Darf auch wegbleiben. Boah, 10 Grad. Endlich wieder warm. Ich muss erstmal zurück. Ich muss landen. Ich muss mich eben mal irgendwie versuchen zu regenerieren. Und dann ziehen wir wieder los. Ist das eine Kacke. Ich bin echt versucht, einen Mini-Frog auch schon zu akzeptieren. Mach schon. Da unten ist einer. Oh, das heilt ganze 6. Da sind 2 Panther im Wasser. Irgendwo war so ein Vogel gelandet. Ich kann das Wort Frog nicht mehr hören. Hm. Weg. Jetzt wäre es so, wenn einer vor der Basis schweben würde, so. Hm? Warum brauchst du so lange? Ich hab hier gewartet. Hm. Unser Greif flattert da immer noch rum, weil landen ist halt auch echt sau schwer auf dieser Insel. Ich verstehe das ja total. So, jetzt nochmal hier. War das Healing? Ne, wie hieß diese? Dingsbums da. Da. Restoration. Ne, das ist die Restoration 2. Ach, da können wir aber auch machen. Moment. Ja, was ist das? Ach, das sind die Kräuter, ne? Ich glaube, das sind die Kräuter. Das ist die magische Essenz. Dann können wir die mal uns kraften. Dann kraften wir uns die mal. Er rennt immer noch nicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber es rennt immer noch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist das... sind das die Kräuter, die ich da brauche? Sieht so aus, ne? Ja, glaube schon. Das brauchen wir. Dann brauchen wir diese magischen Fläschchen. Was ist das denn? Kenn ich noch gar nicht. Royal Jelly! Ha. Die Fläschchen brauchen wir. Und was war das dritte? Vergessen. Achso, die Pilze. Die grünen Pilze brauchen wir. Davon brauchen wir jeweils 2. Warte, Fenner. Bin gespannt. Fuck. Fuck. Scheiße. Hallo? Scheiße! Scheibenkleister. Kacke. Mir fällt bestimmt noch ein bisschen mehr ein. Kacke. Ich brauch mehr Dünger. Okay.
Not irrigated? Doch, bist irrigated. Mal gucken, braucht scheinbar ein bisschen. Wir müssen irgendwie gucken, wo wir jetzt mit den Pilzen hinkommen. So viel zum Thema. Wir zähmen uns mal eben schnell. Ist doch alles zum Restoration. Alle 21. 1, 2, 3, 4 bauen wir davon. So. Ich brauche jetzt noch so ein Preserving. Wie heißt das? War doch irgendwie Preserving Bin oder war das Preserving Rack oder ich weiß es nicht. Ich kann mich übrigens immer noch nicht anständig bewegen. Ich bin schwer irritiert. Wie ist denn das? Wie ist denn das Ding? Was eventuell im normalen Inventar? Nee. Kühlschrank. Wie ist denn das Ding? Meatrack oder sowas hieß das doch da, genau. Holz und Stein. Ja. Ist mir ein Rätsel, wieso er nicht sprintet. Ich bin fast versucht, neu einzulocken. Mach das mal hier hin. Unten drunter gehe ich jetzt eh nicht noch. Und da müssen wir das mal reinmachen. Huch, du nicht. Das. Scheiße, ich habe vergessen, das Gammelfleisch mitzunehmen aus dem Futtertrog. Ich war so drauf bedacht, abzuhauen, weil ich nahe tot war. Müssen wir halt jetzt hier vergammeln lassen. Für den großen Frock. Ja, ein bisschen schade. Zumal ich auch Gammelfleisch später noch brauche für den größeren Dünger. So, hier kommen hier den ganzen Müll. Machen wir raus. Das kann auch noch weg. Den brauchen wir eigentlich auch nicht, den Kram. So, okay. So ein Mist. Brennst du jetzt mal wieder? Nee, ne? Na, du hast auch kein Gammelfleisch drin. Na gut, okay. Gut, dann. Ich überlege gerade. Ich log mal eben, glaube ich, neu ein. Irgendwas. Ich muss doch sprinten können mittlerweile. Also so kaputt bin ich ja jetzt auch nicht mehr. Hier haben wir noch ein bisschen Gammel. Ja, ich log mal neu ein. Und dann schauen wir, ob das dann eventuell wieder funktioniert. Wir machen hier einen kleinen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Kann auch wieder rennen. Übrigens, reloggen und auch selbst Spiel neu starten hat nichts gebracht. Das Einzige, was es gebracht hat, seht ihr hier. Ich habe mich gekillt. Ja, mit Cheat. Aber ich habe gesagt, hört mir 500, da lache ich. Und jetzt liegt hier meine Leiche, aber ich komme nicht dran. Ich war sehr, sehr froh, dass ich vorher meine gesamte Leiche, mein gesamtes Inventar in den Frog entleert hatte. Und entsprechend satteln wir da jetzt auf. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Gammelfleisch. Ja, das ist soweit gut. Ich gebe ihm hier noch ein bisschen frisches Fleisch rein, damit er unterwegs auch was zu futtern hat. Er ist ja jetzt hier unser Germany's Next Super Frog. Er ist ja jetzt unser High-Level Frog gerade. Er ist ja gigantisch viel besser als der andere. Und jetzt hoffe ich einfach, dass irgendwo endlich mal einer ist, der in einem annehmbaren Levelbereich ist. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon so weit, ich sage ja selbst ein paar 60er, ich würden einfach mitnehmen. Ich würde einfach sagen, komm, leck mich am Arsch. Spiel. Lass mir die Ruhe. Es ist hoffentlich nicht mehr so weit hin, bis wir endlich den Greifen fliegen können. Könnte er natürlich auch sagen. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt so viel Mühe, jetzt jeden davon wegzuhacken. Das wäre eigentlich das Sinnvollste, dass ich alle, die nicht im Level ausreichend sind, weghacke, in der Hoffnung, dass sie respawnen und es dann neue gibt. Aber
Ich kann ja nicht vom Vogel aus angreifen und mit dem Vogel angreifen. Da hacken wir eine halbe Stunde auf so einem Vieh rum. Oder sterben dabei noch selbst mit diesem kleinen Tier. Das ist ein Wyvern. Wir müssen aufpassen. Ich muss hier landen und hier waren ja irgendwo Bären. Wir wissen das noch. Da frockt es sehr. Level 68 kommt jetzt. Es ist soweit. Es ist soweit. Ich verliere ihn aus den Augen, bevor ich ihn... Ja. Pass mal auf. Komm mal mit. Ich sprinte mal absichtlich nicht. Ja, lahm. Hat er schon wieder losgelassen? Der hat schon wieder losgelassen. Hey! Aber nicht gewettet. Was mit? Wunderbar. Die Kampfmusik gibt's nicht mehr, ne? Ja. Muss ich mal kurz gucken. Den pfeifen wir jetzt auf passiv, damit diese Scheiße von eben nicht noch... Ah, leck mich doch! Einfach nur ein Doofi. Komm mit. Aufmerksamkeitsspanne von Wand bis zur Tapete haben sie. Das ist saugut. So, du bist passiv. Das bist du hoffentlich immer noch. So, jetzt pass mal auf. Ach, das ist doch nicht euer Ernst hier. Jeden Scheiß haben sie übrigens hier so als Rune oder sonst irgendwas, was du machen musst, gemacht. Aber dieses... Dieses Schild haben sie als, also diesen Kopfwerb haben sie als Schild gelöst. Das ist wirklich dämlich. So, ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich hier oben noch genug... Da liegt er. Sehr gut. Okay. Gut, dann haben wir das. Der liegt da oben jetzt erstmal halbwegs gut. Ich gehe kurz runter. Hier liegt er echt recht sicher. Gehe kurz runter. Hoffe, hier ist jetzt nichts. Und dann hauen wir uns so einen Druck zurecht. Und es sei mir verziehen. Habe ich noch genug? Jetzt habe ich jetzt hier nicht. Dann pfeifen wir den. Egal. Ich wollte jetzt noch einen Sattel dann auch direkt bauen, aber scheiß drauf. Dann bauen wir den daheim. Wir sind direkt vor der Basis. Level 64 muss jetzt einfach erstmal reichen. Was willst du machen, weißt du? Ist halt so. Das ist total ärgerlich. Was war es? Ne, 68 war es, ne? Nicht 64. Nee, dann geht's ja. 68 geht's. Stroh? Voll viel. Wird wahrscheinlich gleich gefrühstückt, ihr seht das schon. Irgendwo. Irgendwo Gebüsch? Warum habe ich nicht einfach gleich einen Trog gebaut? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Einmal kurz. Okay, der hat noch genug. Hier oben, hier kriege ich doch Stroh. Hier kriege ich doch Stroh raus. Oder was mit der Sense? Kriege ich da viel Stroh? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo kriege ich doch... Da kriege ich viel Stroh. Da war's. Okay. Feeding Dings Kirchen. So. Tu mal weg da. Geh mal, mach mal. So. Du. Brauchst lecker Happy Happy. Sehr schön. Ich hoffe, du kommst dran. Lass dir es schmecken. Hau rein. Hey.
Aber wenn wir Glück haben, wird der aber dann auch fertig gezähmt über Level 100. 420 Leben hat er nur mal so als Vergleichswerte. Wo ist mein... Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da. 330 Leben, 238 Gewicht, Stamina 300. Und hier sind wir bei Stamina 440 jetzt schon. 420 Leben, 200 Batschgewicht. Na komm, hau noch rein. Na, recht genau nicht. Bin mal gespannt, was das jetzt drauf gibt. 420, 440 und... Super Frog. Ich weiß gerade keinen anderen Namen. Mal gucken. 570, 520. Ja, das sind schon unter... Ja, schubst mich doch nicht. Und ganz knapp unter 100 gelandet. Na egal. Und Gewicht 270. 270 Gewicht ist ein bisschen wenig. Aber ansonsten ist er okay. Ihr habt ja gesagt, warum nicht mal weibliche Namen? Ich glaube, Mona Lisa wurde beispielsweise sehr häufig vorgeschlagen, als wir Frog-Namen gesucht hatten. Oder vielmehr ich Frog-Namen gesucht hatte. Können wir ja eigentlich nicht machen. Nennen wir die beiden Mona Lisa. Warum denn nicht? Es dürfen übrigens noch Wetten abgegeben werden, wie lange die jetzt ne, existiert. Das ist so ärgerlich, dass ich meine Leiche da nicht loswerden kann. So, pfeifen ab. Wir bauen kurz einen Sattel. Ein Sensationstier in dem Level, also das ist mega. Zack. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch brauchte. Ich brauchte das, ich brauchte das und ich brauchte Haut. Ich glaube, mehr war es gar nicht, ne? Schauen wir mal. Jawohl. Zack. Gut möglich, dass ich oben auch noch einen Sattel gehabt hätte, aber... Das levelt ja alles... Riding, total mega. Ich sage jetzt nichts. War ganz kurz vorm Brüllen, aber sonst alles gut. Okay. Okay, wir haben einen anständigen Vogel. Wir können jetzt noch... Eigentlich könnten wir jetzt noch los und noch einen neuen, weißt du, so nach und nach immer erhöhen. Jetzt können wir schon weiter fliegen und er hält mehr aus, ja. Aber ich denke mal, hier kommt Super Frog, machen wir Change Name in E, genau, Mona, machen wir den Strich, machen wir mal so. Oder Mona und Lisa, oder Mona Lisa, oder... Ach, wir machen Mona Lisa. So, fertig. Was machen wir jetzt? Level 120. Ja, ansonsten einfach mal killen. Bin ich schwer dafür. Gott, tauch endlich auf. Ja, tschüss. Warst zu klein. Bist selbst dran schuld. Streng ich das nächste Mal ein bisschen an. Hau noch eine Null hinter deinen Level und dann ist alles gut. Sonst noch irgendeiner ohne Fahrschein hier? Nö. Was wir könnten aber mal. Der packt doch das Ding weg. Man sieht immer so gut, ob jemand was, ob der noch was in der Hand hat. So, dann, komm, hier, wir fegen einmal durch. Wir holen mal so ein bisschen ein paar Shards auf diesem Weg. Ist eigentlich immer noch der mit einfachste Weg, möglichst schnell an Shards zu kommen. Und viel, viel, viel anderem Müll. Den eigentlich keiner möchte. Ich weiß, euer Tipp war da in der Nähe meiner ursprünglichen Basis. Soll ich doch einfach mal durch das Kornfeld laufen? Aber bis ich da bin.
Linux. Fantastisch. So, pass auf. Das brauchen wir ja gleich noch. Obwohl, krass, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich nehme es jetzt erstmal mit. Was ich definitiv nicht brauche, was ich wegschmeißen kann, ist hier das Zeug, das weiß ich noch nicht, wofür ich es überhaupt verwenden kann. Dieses Stroh braucht man nicht mehr. Schad's auch, weg. Hier das Zeug kann weg. Blümchen brauchen wir gerade gar nicht. Das kann weg. So, dann haben wir ein bisschen was. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe auch noch so viel Beeren im Trog. So, dann sollten wir jetzt nämlich mal ganz dringend zurück und einige Dünger anmachen, damit uns nicht nochmal die Felder vergammeln. Das wäre echt gut. So ein Hickhack und dann nimmt man doch den 68er Vogel, der einem die ganze Zeit vor der Haustür rumfliegt. Ich hatte den ja ganz am Anfang schon gesehen, aber ganz ehrlich, 68 ist wirklich, also, ist wirklich scheiße wenig. Da müssen wir unbedingt noch mal ran. Aber jetzt haben wir erstmal einen, der uns dann nicht so sehr auf den Senkel geht, wo man wirklich alle 5 Minuten zwischenlanden muss. Und dem werde ich auch die ersten Level wahrscheinlich dann nicht auf Gewicht geben, sondern tatsächlich auf Stamina, dass vor allen Dingen das gesichert ist. Das ist wirklich mies, wenn man ewig landen muss. So. Dann schauen wir mal. Ja, und das da alles rein. Ach, warte mal. Ah, das war aber Gammelfleisch. Was? Ich hab den Drogen nicht abgebaut. Ich hab den shitfucking Drogen nicht abgebaut. Ich kann ja mittlerweile auch großen Dünger herstellen. Was braucht man dafür? Rotten Meat, Kohle, Magic Shards. Und zwar viel. Aber egal. Oh, was? Was für ein Dünger? 500? Nö, nee, super. Obwohl, die zählen ja genauso. Warte mal. Machen wir so. So, so. Mal das raus, dafür das rein. Und dann stecken wir das da oben drauf. Dann haben wir wieder ein bisschen... Ne? Muss das ja optimieren. Okay. Und wie viel Kohle? 100 für einen. Die bringen 18.000. Bei... Oder? Ist das die Dünger? Ist das der Düngerwert? Moment mal ganz kurz gucken. Oh, hier brauchen wir auch Neues. Die brauchen 8... Die haben 18.000 Düngerwert. Und brauchen... 4 Kohle. Und 20 Gras. Die haben 90.000, also da sind wir bei Faktor 5. Und brauchen schon 100 Gras und 20 Kohle. Das ist identisch, dafür brauchst du noch Rotten Meat, 10. Hier sind wir dann bei 450.000. Das ist dann nochmal Faktor 5. 5 mal 5 mal 5, dann wäre es aber doch eigentlich... Ja, mal 25. Doch, das kommt hin. Das heißt, es ist 1:1 hochskaliert. Braucht aber viel mehr Rotten Meat. Und so viel habe ich gar nicht. Das heißt, eigentlich sind die mittleren für mich am erschwinglichsten. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, sogar eher die kleinen. Wir machen das jetzt auch so. Und dann klatsche ich lieber damit die Dinger voll. Weil dann brauche ich wenigstens nicht noch Rotten Meat und hier brauche ich später auch noch die Shards. Und es bringt nicht mehr. Nur, dass ich dann halt länger Ruhe habe. Und so muss ich halt häufiger die... Also es ist wirklich 1:1 hochgerechnet, was die Grundressourcen Gras und Kohle hergeben. Aber es ist halt dazu dann das Rotten Meat und die Shards und man hat dadurch keinen Bonus, außer eben den Vorteil, dass mehr Dünger dann, also mehr Düngerpunkte sozusagen in ein Ding hier reingehen, in einen Crop Plot. Das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert, zumal ich dann eh nur 5 davon herstellen kann. Ich habe ja um die 50 Rotten Meat oder sowas nur, also völlig Banane. So, ich hole jetzt mal oben das Fleisch ab. Ah,
ich möchte nicht darüber reden. Nee, ich möchte nicht darüber reden. Nee, möchte ich nicht. Nee, lass mal. Nee, ist wirklich gut. Brauch nicht. Mir geht's gut. Beispiel. Nee, macht Spaß. Nee, es ist wirklich gut. Es macht ja Spaß. Das sind nur manchmal so die Sachen, wenn du da nicht dran denkst, dann musst du erstmal wieder 3 Stunden lang Lager sortieren. Das sind so die Dinge. Ah, die liebe ich. So. Die Shards hier rein. Ja. Fleisch da rein. Und den Mist weg. So, auf geht's. Mona Lisa, unser Jungfernflug. Also abgesehen davon, dem, wo ich dich unter der Ceiling raus operiert habe. Juhu. Ich bin auf dem falschen Vogel. Teile überall in der Welt. Mein wertvolles Gammelfleisch ist wirklich wertvoll, wenn du jetzt mal so überlegst, dass du damit den wertvollen Dünger herstellst. Yay. Ich muss den noch umbenennen. Fix und alle. Was? Das machen wir so. Damit die uns auch immer schön vollgeiern. Mit ihrem Gekrächze. So, change name. Nicht mehr Fix und Foxy. Fix und alle. Oh, oder Fix und fertig. Vielleicht noch besser. Fix und fertig. Und du kommst da jetzt auch hoch und dann haben wir doppelt Gekrächze. Mega. Ihr werdet mich hassen lernen. Ich will jetzt hier unten bauen in aller Ruhe. Gott, wir müssen das ändern, glaube ich, dass sie da oben stehen. Ich hoffe, die machen da bald mal neue Töne, weil eigentlich gehören die Vögel da hoch. Ich möchte dort oben hier so balkonartig die Vögel parken und hier dann eigentlich so diese Nester haben. Das war so die Idee hier und unten draußen dann die Landtiere natürlich. Oh, das ist echt also, geil. Das hörst du ja selbst hier. Ja. Ich finde das auch schlimm, ich weiß. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben einen halbwegs tauglichen Frog. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen Dünger umverteilen, dass uns die Felder nicht alle abkacken. Hier, das ist ja auch durch. Das ist echt bitter. Unsere großen Felder, die haben es nicht mal mehr geschafft, zu tragen. Also da ist nicht mal mehr irgendwas an Ertrag gekommen. So sehr haben die den Dünger weggelutscht. Das ist hart. Das ist wirklich sehr, sehr hart. Ja, hier ist auch kein Dünger mehr drin. Wie lange noch? Not fertilized. Ja, das gammelt dann schon so schnell, denke ich mal. Andererseits, sage ich mal, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Bei den kleinen Feldern ist es wirklich nicht dramatisch, aber... Ah, das ist echt bitter. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Vielleicht brauche ich dann doch die großen, ich weiß es nicht, aber... Das ist erstmal Notdünger. Es ist schwierig. Wir müssen mal gucken. Gerade die Pilze brauchen wir und eigentlich... Es ist echt ärgerlich, dass uns das hier abgekackt ist, weil da waren die Samen drin, die wertvollen. Aber gut, ich habe noch ein paar, denke ich. Hat nicht einmal getragen. Echt ärgerlich. Krasser Scheiß. Müssen wir dann vielleicht doch mal die großen zwischendrin herstellen oder so. Ich weiß es nicht. Naja, okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Eigentlich habe ich schon längst Tschüss gesagt, glaube ich. Bis dann, ciao.